Gott. Konsumiert, noch mehr konsumiert. Konsumiert, noch mehr konsumiert. Konsumiert, noch mehr konsumiert. Werdet glücklich, konsumiert. Investiert noch mehr, investiert, investiert noch mehr, investiert, investiert noch mehr, investiert, werdet glücklich, investiert, spekuliert noch mehr, spekuliert, spekuliert noch mehr, spekuliert. Spekuliert noch mehr, spekuliert, werdet glücklich, spekuliert. Liebe Konsumenten und Konsumentinnen, ich bin sehr froh, dass Sie heute da sind, weil es ist Weihnachten. Weihnachten ist eine gute Gelegenheit zu konsumieren und konsumieren schafft Arbeitsplätze. Arbeitsplätze macht den Menschen eine Möglichkeit, dass sie können ein wertvolles Mitglied von unserer Gesellschaft sein. Nur Menschen mit einem Arbeitsplatz sind ein wertvolles Mitglied von unserer Gesellschaft, weil sie ermöglichen, uns zu konsumieren. Konsumieren ist wichtig, weil ohne Konsumieren können wir nicht glücklich werden. Wir alle werden glücklich werden, also wenn wir mehr konsumieren. Mehr konsumieren, das ist vor allem dann gut möglich, wenn es Weihnachten ist. Weil wenn es Weihnachten ist, dann sind alle Geschäfte hell erleuchtet, es ist kalt und man geht rein und man kauft viel ein. Wenn man viel einkauft, verbraucht man mehr Ressourcen. Wenn man mehr Ressourcen verbraucht, gibt das Wirtschaftswachstum. Wenn das Wirtschaftswachstum hoch ist, dann sind unsere Altersvorsorgewerke gesichert. Sonst haben wir am Schluss kein Geld mehr und es geht uns ganz schlecht. Also kauft mehr ein und das macht euch glücklich. Kaufen zum Beispiel wundervolle Geschenke für eure Nächsten und Liebsten, egal was sie interessiert, Hauptsache sie haben Freude. Kaufen zum Beispiel Ferienreisen in weit entlegene Orte, wo es schön ist, weil man dort konsumieren kann. Kaufen zum Beispiel irgendetwas in Sinnloses, wo Spaß macht zum Konsumieren, weil es sinnlos ist. Kauft noch mehr und kauft immer mehr. Es ist sehr wichtig, gerade heutzutage, wo das Wachstum in China zurückgegangen ist, dass wir mehr konsumieren, um unseren starken Wirtschaftspartner eine vernünftige Grundlage zu legen, dass ihr das Wachstum weiter funktionieren kann. Wir unterstützen mit jedem IT-Artikel, mit einem iPhone oder so, arme Kinder in China, die sonst nichts verdienen würden. Wir unterstützen mit diesen wichtigen Produkten weltweit die Wirtschaftswachstumszweige, die nötig sind, damit Ressourcen von dieser Welt weiter ausgebaut werden, ausgebütet werden und damit die Ausbeutung weiter wachsen kann. Wenn das nicht wachsen kann, dann geht irgendwann unser Ressourcenumsatz zurück und das würde bedeuten, dass wir vielleicht nicht so viele Ressourcen konsumieren können wie jetzt, ausser wir bauen diese größere Armee, wo wir auch den Ressourcentransport auf der internationale und interkontinentale Wege sicherstellen. Also konsumiert jetzt mehr, dann müssen wir keinen Krieg machen, um uns die Ressourcen sicherstellen, die wir brauchen, um glücklich werden. Ja, oder sucht irgendwie eine andere Möglichkeit, um glücklich werden, falls ihr das nicht über Konsum machen wollt. Ich selber glaube ja, dass glücklich sein nicht unbedingt nur mit Ressourcen zu tun hat, aber konsumieren ist sicher gut. Konsumieren gerade in der Weihnachtszeit. Konsumieren hat mit schönen, glitzerigen Lämpchen zu tun. Konsumieren hat zu tun mit Geld ausgeben. Geld ausgeben macht Spaß. Geld ausgeben macht fast so viel Spaß wie Geld verdienen. Und wenn man Geld verdient und Geld ausgibt, dann heißt es, man hat einen Arbeitsplatz. Und das heißt, man ist ein wertvolles Mitglied von dieser Gesellschaft. Und darum konsumiert mehr, damit mehr Menschen einen Arbeitsplatz haben können. Wenn sie einen Arbeitsplatz haben, dann verdienen sie Geld und dann können sie Geld ausgeben. Das macht Spaß und das macht glücklich. Und das ist gut, weil es Geld zu tun hat. Und es hat mit Geld zu tun.
tun. Und wir sind nämlich gut in der Schweiz in Sachen, wo wir Geld zu tun haben. Wir haben nämlich 200'000 Mitarbeiter im Bankenbusiness, die viel mehr verdienen wie alle anderen. Und sie machen nichts für Sachen, die mit Geld zu tun haben. Also eigentlich gar nichts, außer Geld. Geld machen sie. Geld kommt aus den Banken. Geld wird in diesen Banken hergestellt. Es wird nicht, wie viele Leute glauben, von der Nationalbank rausgegessen, sondern von unseren Banken. Und sie können das Geld nur produzieren, wenn jemand das in Form von Kredit geht, holen. Also wenn ich auf die Bank gehe und sage, ich habe eine Idee, wie man noch mehr Ressourcen ausbieten und noch mehr produzieren, wo irgendjemand an Weihnachten pro anderem schenken und dann vorteilen, dann kann ich zu der Bank gehen und ich kann sagen, gib mir 20 Millionen. Und die sagen, oh ja, das machen wir. Wir geben dir 20 Millionen, weil du hast eine Möglichkeit gefunden, weil du kannst noch mehr Ressourcen ausbieten und noch mehr Sachen produzieren und noch mehr Leute können kaufen und dann ganz schnell vorteilen. Und wenn man es ganz schnell vorteilt, ist viel besser, wenn wir es lange brauchen, weil dann führt es zu Wirtschaftswachstum und noch mehr Ressourcen verbraucht. Und das ist super, weil es schafft Arbeitsplätze. Und Arbeitsplätze sind gut, weil dann die Leute Geld verdienen und Geld ausgeben. Und Geld ausgeben macht ja glücklich. Und dann sind wir alle glücklich. Und das ist gut, weil wir wollen ja glücklich sein, oder? Also macht bitte mehr Konsum und mehr Arbeitsplätze, damit wir auf die Bank gehen können und sagen, bitte gib mir 20 Millionen. Und dann machst du ja auch eine Firma. Mit dieser Firma könnt ihr irgendetwas ausbieten. Zum Beispiel, ihr habt sicher noch keinen Job, oder? Hey, jetzt sind wir die Kamera da über. Also ihr habt sicher noch keinen Job und das ist aber schlecht, oder? In China arbeiten Kinder schon ab 6 und die haben den Arbeitsplatz und verdienen Geld und das ist gut und sie können iPhones produzieren, die man nach einem Jahr schon vorteilen kann. Und das ist super, weil mit dem haben wir mehr Geld verdient und können mehr Geld ausgeben. Und das macht glücklich. Ich werde immer glücklich, wenn ich Geld ausgebe, oder? Und darum bitte konsumieren, kauft irgendeinen Scheiß und schmeißt möglichst schnell weg, sonst geht unsere Wirtschaft an Arsch. Und Wirtschaft ist ja schließlich wichtiger als alles andere, weil die Wirtschaft schafft Arbeitsplätze, schafft Geld und das kann man dann ausgeben und das macht glücklich. Sonst macht nichts mehr glücklich. Ihr seht ja, dass wesentlich mehr Menschen im Kopf krank sind. Auf dieser Welt. Sie haben Angst, sie haben Neurose, sie haben Burnout-Syndrom, weil sie zu wenig Geld verdienen oder zu wenig glücklich sind. Also wenn wir logischerweise mehr Wachstum haben, mehr Produkte kaufen und mehr Produkte verkaufen und mehr Produkte schneller wegschmeißen, damit die Leute nicht traurig sind, damit sie nicht durchdrehen und vollkommen wahnsinnig werden. Sie müssen unbedingt mehr kaufen und mehr verkaufen und mehr Kredit aufnehmen, weil das Geld entsteht nur durch Kredit, sonst gibt es kein neues Geld. Und wenn ihr Kredit aufnehmt, dann müsst ihr noch einen Zins zahlen. Und der Zins, den gibt es noch gar nicht. Den muss man erst erschaffen. Das Geld gibt es noch gar nicht. Das muss man zuerst machen. Und das kann man nur machen, wenn man einen Kredit aufnimmt. Also man würde einen Kredit aufnehmen und eine neue Firma gründen. Und die Firma muss etwas verkaufen. Also müsst ihr etwas ausbieten, damit es einen Mehrwert gibt. Ihr müsst irgendetwas kaufen, das noch mehr daraus rausnehmen könnt, als wieder rein tun. Ihr müsst irgendetwas kaufen, das noch aufbrauchen könnt. Sonst könnt ihr keinen Profit machen. Und wenn ihr keinen Profit macht, könnt ihr kein Wirtschaftswachstum machen. Ihr schafft doch keine Arbeitsplätze. Und wenn es keine Arbeitsplätze gibt, kann ich immer Geld verdienen. Und Geld ausgeben können wir dann auch nicht. Und dann sind wir nicht mehr glücklich.